Und die nächsten Steuertermine werden fällig, und zwar im November 2020. Welche du da beachten musst, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und das ist Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Liquidität vorhalten heißt natürlich immer auch in den letzten beiden Monaten, und zwar hier natürlich im November auch. Denn es werden wieder Vorauszahlungen fällig, die du nicht vergessen solltest. Fangen wir aber an, und zwar am 10. November natürlich wieder hier die Lohnsteuer, Kirchensteuer, Umsatzsteuer und die Künstlersozialkasse. Hier, wie gesagt, mein Tipp immer noch, dass du nicht vergisst, ein SEPA-Lastschriftmandat hier einzureichen beim Finanzamt. Spart dir natürlich dann ein bisschen Zeit und Geld. Vor allem natürlich auch den Punkt, dass du ein bisschen mehr Zeit hast, Liquidität hier, denn das Finanzamt bucht immer ein bisschen später ab, zahlen musst du es aber dann schon direkt am 10. Das heißt, hier kannst du ein bisschen ja noch Steuern bzw. Zeit sparen und Liquidität erhöhen. Weiter geht es dann mit dem 15. November, und zwar hier die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Gewerbesteuer musst du natürlich nur zahlen, wenn du entweder UG, AG, GmbH oder natürlich auch Gewerbetreibender bist. Das heißt, hier bist du dann natürlich gewerblich tätig. Grundsteuer ist nur dann fällig, wenn du natürlich hier Immobilien entweder im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen hast. Das heißt natürlich hier dann die Grundsteuer. Dann geht es weiter mit der Meldung der SV-Beiträge. Hier natürlich am 24. November. Ganz wichtig, wenn du Angestellte hast, diese darfst du nicht vergessen. Und natürlich dann am 25. die zusammenfassende Meldung für Oktober 2020. Und dann geht es natürlich weiter mit der Zahlung der SV-Beiträge am 26. November. Auch wichtig ist natürlich, dass du hier nicht vergisst, abonnieren zu klicken und natürlich auch einen Daumen nach oben dazulassen, wenn dieses Video gefallen hat. Dann sehen wir uns nämlich in Zukunft öfter, natürlich bei allen möglichen Videos, die ich hier auf diesem YouTube-Channel mache. Und da ist natürlich immer so, dass es hier Steuertermine gibt, natürlich auch Steuertipps, aber natürlich auch hier themenbezogene Videos. Wenn du natürlich da Fragen, Anregungen, Wünsche hast, dann natürlich ab unten in die Kommentare. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und das ist Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.